Yo Leute und damit herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Minecraft Jump League. Ja, Jump League endlich mal wieder auf meinem Kanal. Ja Leute, also Minecraft Jump League ist seit langem mal wieder, weil wer schon länger Abonnent meines Kanals ist, sollte wissen, dass ich schon vor langer Zeit mal immer regelmäßig Jump League Folgen hochgeladen habe. Und damit wollte ich jetzt einfach mal wieder anfangen, immer mal zwischendurch eine Runde Jump League, weil das Spiel macht mir echt ziemlich Bock. Ja Leute, also auf meinem Kanal läuft es ja zurzeit eigentlich relativ gut. Uploads kommen, aber da ist das Problem mit der Aufrufzahl. Denn meine Durchschnittsaufrufzahl von Videos ist zurzeit 10. 10.000 wäre schön. 10 Millionen wäre schön. Nein, 10. Ja, Leute, das liegt natürlich auf der einen Seite. Warum verkacke ich gerade diesen Easy-Sprung? Ey, ich verstehe es nicht. Geht doch, ey. So, also, woran liegt das? Ich bringe ja zurzeit das 1.13-Projekt mit meinem Kollegen. Und das ist eigentlich ganz in Ordnung, es macht mir Bock. Und ja, wie gesagt, was wünscht sich jeder YouTuber? Natürlich Aufrufe und Klicks und Likes. Und bei einem YouTuber mit 100 Abonnenten finde ich persönlich, ist es ein bisschen schade, dass ich im Durchschnitt nur 10 Aufrufe oder zurzeit bekomme. Ich kann mich auch noch an frühere Videos erinnern, wo ich immer so durchschnittlich 30 Aufrufe hatte. Da gab es natürlich auch die Zeit mit meinen YouTube-Kacken. Ja, Kacken, hat er gesagt, ja. Ja, und da gab es schon 200 bis 600 Aufrufe. Und das fand ich richtig krass. Und das hat mich auch richtig gefreut damals. Und warum ist dieser Sprung so scheiße? Ich freue mich natürlich auch über jeden neuen Abonnenten, 103 Abonnenten. Natürlich ist die Zahl gesunken. Das lag nämlich mal bei 106, geht doch. Und ja, das war natürlich auch, ja, ich will jetzt nicht sagen, ein Schlag ins Gesicht, aber das war schon nicht so schön mit anzusehen. Aber naja, das lässt sich natürlich auch nicht ändern, jeder mal ändert seinen Geschmack und so. Und warum verkacke ich jetzt schon wieder diesen Sprung? So, meine Güte. Zack. Ja, Leute, aber ich lasse mich davon noch nicht beirren, ich lade ja weiterhin meine Videos hoch. Ey, ohne Witz, ne? So, zack, 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 okay. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, ich lade ja immer gerne und viele Videos in letzter Zeit hoch. Aber natürlich, wie gesagt, das mit den Aufrufzahlen ist halt... Ach mal! Ist halt immer so eine Sache. Wo es natürlich auch Streitigkeiten gibt, dass... natürlich... ich nicht viele Videos, ja gut, ich bringe schon viele Videos hoch, also so ist es ja nicht. Also es kam, glaube ich, jetzt in letzter Zeit jeden Tag ein Video, aber halt die Aufrufzahlen sind halt die Sachen, die mich so ein bisschen runterziehen. Weil wenn ich so sehe, dass mein neuestes Video nach einem Tag einen Aufruf hat, ist das schon ein bisschen, ja, eigentlich ist das schon ein bisschen belastend. Das kann man eigentlich nur so sagen, es ist belastend für mich. Weil dann sehe ich, ja, meine Videos sind den Leuten scheißegal. Auch meinen 100 Abonnenten, die ich habe, ist einfach so ein neuestes Video von mir scheißegal. Und es kann, ist jetzt natürlich auch gut möglich, dass jetzt nicht jeder hier dieses Video hier sieht. Aber, lol, Eisenschwert, also. Aber, ja, ich finde es halt ein bisschen schade, weil ich gebe mir auch immer echt Mühe in den Videos. Aber dann ist halt da auch das Problem, ja... es guckt sich halt auch keiner immer gleich das an. Oh, Minecraft, ey. Oh, nee, kein Bock, guck ich nicht an. Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Aber dass bei 100 Abonnenten ich durchschnittlich 5 oder 10 Aufrufe habe, das ist halt das, was mich dann persönlich wieder ein bisschen runterzieht. Aber ja, ich will mich auch nicht zu viel beschweren. Ich habe 100 Abonnenten. Also ich brauche mich eigentlich auch nicht so weit aus dem Fenster zu lehnen. Oder... irgendwelche Beschimpfungen hier mit irgendjemandem anzufangen. Weil ich mache euch ja keinen Vorwurf, dass ihr meine Videos nicht guckt. Ich meine, das ist ja eure freie Entscheidung. Ach, verdammt nochmal. Das ist ja eure eigene Entscheidung,
auf ein Video von mir zu klicken. Aber ja, ich rede ja eigentlich auch nur um den heißen Brei. Und ja, ich habe ja auch mal dieses Schläfatz mal in den Raum geworfen. Ey, nein, oh Gott, zum Glück bin ich da nicht runtergefallen. Und ja, ihr glaubt nicht, wie lange ich gebraucht habe, um die erste Folge davon zu schneiden und auch vorzubereiten. Oh, zum Glück, ey. Weil das hat echt lange gedauert. Also ich glaube, 4-5 Stunden, ich habe auch ein, zwei Anläufe gebraucht, damit das Video richtig gut wird. Richtig gut, also es hat schon seine 100 Aufrufe. Deshalb, ja, es steckt eigentlich in jedem Video, was ich hochlade, eine gewisse Freizeit, die ich opfere, um irgendein Video hochzuladen. Ach Mann, ey. So. Und das ist halt das Problem auf YouTube allgemein. Ich rede jetzt nicht nur von mir. Leute, wie habe ich den Sprung geschafft? Ich rede jetzt ja nicht nur von mir. Ich rede zum Beispiel auch von einigen Kumpels von mir, von denen ihr den Kanal noch nicht kennt. Aber die halt Videos hochladen, wo sie viel Zeit reinstecken und aber halt auch wie ich immer 10 Aufrufe oder so bekommen. Aber das bin nicht nur ich oder meine Kollegen, es sind ja auch noch andere Jugendliche oder halt auch Erwachsene, die halt auch Videos machen, wo sie, keine Ahnung, 6-7 Stunden oder so reinstecken und dann halt ja nichts dafür bekommen, in Anführungsstrichen. Weil Geld ist ja erstmal so zweitens. Wo muss ich denn lang? Muss ich da hoch? Alles klar. Hat das Ziel erreicht jetzt ab. Ja, Leute, aber das ist halt so allgemein das Problem auf YouTube, dass halt die Qualität der Videos nicht immer. Es kann auch jemand halt ein richtiges Scheißvideo hochladen. Aber wenn es dann aber am Ende bekommt, ist halt trotzdem 5000 Aufrufe oder so. Ja, und der hat schon wieder das OP-Equip schlechthin, ey. Da hat man doch keine Chance. Na egal. Also, wie gesagt, man kann den größten Rotz auf YouTube hochladen und trotzdem 500.000 Abonnenten haben. Aber ich rede ja auch nicht davon, dass ich jetzt hier von 0 auf 100.000 Abonnenten bekommen soll. Das will ich ja gar nicht. Ich will mir die ja schon verdienen mit irgendwelchen witzigen oder coolen Videos, die ich dann hochlade. Und warum geht hier schon wieder jeder auf mich, ey? Kann ich schon wieder abkotzen. Aber, ja Leute, das ist halt so das allgemeine Problem auf YouTube, was halt immer aktuell ist eigentlich. So, den will ich jetzt echt mal tot sehen. Okay, da habe ich mich jetzt gerade kurz konzentriert. Hey, danke, die hat mir einen Enchanting Table gegeben. Ach du Scheiße. Ach, ey. Aber halt Leute, wie gesagt, man kann halt den größten Rotz auf YouTube hochladen, irgendeine Kack-Fortnite-Challenge oder so, und man bekommt trotzdem 100 Aufrufe. Das ist halt das Problem, dass man nicht mal hochladen kann wie vielleicht früher, was man will und auf was man Bock hat. Man muss ja schon gezwungenermaßen das aufnehmen, was gerade im Trend ist. Und das finde ich ist ein bisschen schade, weil wenn Leute sich nicht frei im Internet entfalten können, wozu ist dann das Internet da? Das ist jetzt so der Sinn dahinter von dem, was ich sagen will. Aber halt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Minecraft-Projekt aufnehme, mir persönlich macht es Bock, aber denen, die es zugucken, die haben da natürlich keinen Bock drauf. Weil Minecraft zum Beispiel nicht so den ihr Ding ist. Weil zum Beispiel die irgendwie Fortnite-Spieler sind. Zum Beispiel ist eher Minecraft mein Ding als Fortnite. Ich bin absolut, ich kann dieses Fortnite nicht mehr sehen. Ich habe das mal am Anfang so Season 2 oder so, habe ich das mal kurz angefangen zu spielen. Und es hat mir auf Anhieb keinen Spaß gemacht. Ich habe da bestimmt schon 10 oder 20 Runden oder so Fortnite gespielt und es hat einfach keinen Spaß gemacht. Es hat einfach keinen Spaß gemacht. Und das ist halt das Problem. Würde ich jetzt zum Beispiel sagen, yo, ich lade jetzt hier morgen meine Fortnite-Challenge hoch. Das kann ich machen. Das geht bestimmt auch vielleicht auch ein paar Aufrufe. Aber es macht mir dann beim Aufnehmen und beim Schneiden keinen Spaß. Und ich finde, das ist irgendwie so das Wichtigste.
dass es halt einen auch persönlich Spaß macht. Und es ist ja auch kacke, wenn man sagt, ja, ich habe meinen ganzen YouTube-Kanal nur darauf aufgebaut, dass ich Spiele spiele, die mir keinen Spaß machen. Und das möchte ich halt nicht. Und da bin ich halt auch froh, dass ich 100 Abonnenten habe, die mich abonniert haben. Ach du Scheiße, Alter, warum verkacke ich denn jetzt die ganze Zeit? Die mich hier abonniert haben, weil ihnen einfach das gefällt, was auch mir gefällt. Und das finde ich halt das Coole, dass ihr dabei seid, Leute. Was verkacke ich denn jetzt hier die ganze Zeit? Ich glaube, das war jetzt hier so das Grundlegende, was ich sagen wollte. Und ich glaube, jetzt konzentrieren wir uns mal wieder ein bisschen hier aufs Hüpfen. So, zack. Zack. Zack, zack. Okay, wunderbar. Ja, Leute, also das war das, was ich nochmal ansprechen wollte, weil das eigentlich ein ziemlich wichtiges Thema ist, was vielleicht auch echt so die kleinen YouTuber betrifft, die halt jetzt sagen wollen, yo, ich gucke jetzt hier gerade, ach, was weiß ich, was ist denn so ein Kurs, ich gucke jetzt gerade mal Revinzeit oder so, da lädt hier irgendeine Bad Wars-Folge hoch oder was auch immer. Aber Revinzeit hat ja auch schon von der früheren Minecraft-Szene, er hat ja hier bei den großen Projekten unter anderem mitgemacht und da hatte er ja schon diesen ganzen Minecraft-Hype und da hatte er halt auch schon die ganzen Abonnenten her. Jetzt spielt er auch unter anderem Fortnite, aber er hat eigentlich seine ganzen Abonnenten durch durch Minecraft bekommen. Und das kotzt mich halt an. Ich wette jetzt zum Beispiel, dass mindestens über 50% von Revis Abonnenten einfach Fortnite-Spieler sind, also die Fortnite mögen. Und ja, da Revinzeit ja auch selber Fortnite spielt, ist das ja auch kein Problem. Aber ein Kanal, der grundlegend auf Minecraft ausgebaut war, sich das so zu verändern und der halt, ich meine, vielleicht macht ihm ja auch Fortnite Spaß, das kann ich ja nicht beurteilen. Ich kenne ja Revi nicht persönlich. Aber ja, bei mir kommt es halt bei YouTube immer drauf an, dass man halt das hochlädt, worauf man Bock hat. Okay, wir haben ein Eisenschwert, das ist schon mal Premium. So. Also, wenn ihr vorhabt, YouTube zu machen, dann ist es halt eure freie Entscheidung, was ihr hochladen werdet. Aber ich lade halt nur das hoch, was mir persönlich Spaß macht. Und der Sprung war ja mal wieder mega asozial. So, zack. Zack, zack. Ja, Leute. Und Minecraft Jump League ist halt auch so ein Modus, der mir immer persönlich immer sehr viel Bock gemacht hat. Da gibt es halt wieder auch so die ein oder anderen Meinungsverschiedenheiten. Manche sagen, hey Digga, geh mir weg mit Jump League, ey. Ich spiele hier Bad Wars, ich bin hier so ein Bad Wars Fastbridger Mensch. Ich tue jeden in jeder Runde 20 Mal töten. Aber ja, ich spiele auch gerne Bad Wars, aber ich bin halt nicht so einer, der sagt, ja, ich schwitze jetzt hier den ganzen Tag vom Computer, nur damit ich hier mal ein paar Bad Wars Runden gewinne und meine KD nach oben schraube. Ich spiele Bad Wars maximal mit ein paar Kollegen und das war's dann auch. Ich spiele jetzt keinen Bad Wars einfach so mal 8x1er. Halt, oder halt auch nur zum Aufnehmen. Aber versteht ihr, was ich meine? Ich setze mich jetzt hier nicht freiwillig an den Computer und Alter, ernsthaft. Ja, ich setze mich hier jetzt nicht eine Stunde hinter den PC, um einfach nur so Singleplayer, oder in Anführungsstrichen Singleplayer, Bad Wars zu spielen. Das macht ja auch keinen Bock. Versteht ihr, was ich meine? Ich meine, manchen macht es halt Bock, wenn die hier so fast bridgen wie die Kaputten oder sonst was machen. Aber mir persönlich würde das keine Freude bereiten. Aber ja, das ist halt wie gesagt jedem selbst überlassen, was er spielt und wie er es spielt. Okay, das hat man gerade eigentlich ganz gut hinbekommen, ja, das Modul. Na, erstmal gucken, was in der Kiste drin ist. Ein Helm. Gibt mir natürlich nicht gerade viel. Aber naja, ich glaube, die Folge wird auch schon wieder ewig lang. Aber das, ja, das ist halt auch wieder jeden seine Sache. Er kann halben Stunden Videos hochladen oder 10 Minuten Videos, die monetarisiert werden. Okay, wunderbar. Wo geht's denn hier lang? Hä? Ach so, da runter. Alles klar. Wie soll man das schaffen? Na egal. Also,
ja, jeden das Seine, jeden wie er ihm es gefällt. Es hat auch jeder seine eigene Meinung. Das ist halt meine Meinung, dass jeder seine eigene Meinung hat. Paradox, aber es ist halt so. Jeder hat seine eigene Meinung und die kann auch nur halt er selbst entscheiden. Halt an was er glaubt, jetzt sei mal Religion in den Raum gestellt, aber ja, es ist halt jedem das, an was er, ach man, Alter, es ist halt jeder das, woran er glaubt. Und das hat jetzt auch zum Beispiel Religion oder Fußball halt. Zum Beispiel Fußball. Ich werde die ganze Zeit in der Schule angefahren, dass ich FC Bayern-Fan bin. Was ich ziemlich affig finde, weil ich kann das ja genauso gut andersrum machen und sagen, hehe, du bist Dortmund-Fan. Ich meine, wo ist denn da auch der Sinn? Will man da einen schlecht dastehen lassen, weil man an eine andere Sache glaubt? Das ist immer, das finde ich immer ein bisschen affig. Aber ja. Jeder das, woran er glaubt. Das ist so der Titel des Videos. Und die Runde geht auch gleich los. Also das Endgame hier. Endgame, haha. Wer kennt's nicht? Und ich würde sagen, jetzt machen wir noch schnell diese Runde hier. Jetzt tun wir die nochmal easy racken. Und ja, Leute, ich würde auch sagen, das war's dann auch mit dem Video. Ich werde jetzt hier nichts mehr großartig sagen. Ich werde nur noch kämpfen. Also, Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge von was auch immer ich mache. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.